Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten uns das Label Frame angesehen, den Konstruktor. Wir hatten uns angesehen, dass man das Label von dem Frame mit verschiedenen Variablen Labels besetzen kann, auch mit ganz anderen Widgets, mit Buttons oder mit Frames, wie auch immer. Und in dieser Folge werden wir uns ansehen, wie wir dem Label-Frame eine feste Größe zuweisen können. Und das hängt gar nicht von dem Label-Frame selber ab, wie wir das im Konstruktor setzen, sondern den Methoden, wie wir die Elemente in das Label-Frame hineinsetzen. So, und lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen in unser Programm hinein. So, und als erstes werde ich mal hier unsere Überschrift aus dem Label-Frame, die werde ich wieder mal ganz normal machen. Ich nehme das Bild raus und habe jetzt einfach nur noch mein Label-Frame mit der Überschrift. So. Und normalerweise kann ich ja die Breite und die Breite und die Höhe von den Elementen angeben. Und ich gebe hier mal 400 Pixel Breite an und 300 Pixel Höhe. So, schön groß, wie wir das bei unserem Grafikbild hatten, bei unserer Canvas. So, und das sollte es ja jetzt eigentlich sein, dass der mir dieses Bild oder den Label Frame dann auch in dieser Größe ausgibt. Das macht er bloß nicht. Und so, wir haben hier immer noch so unser Label und die Größe wird bestimmt tatsächlich durch die Größe dieses Hallo-Labels. So, das nehme ich jetzt mal raus. Also weist dem gar keine Größe zu, dann ist das Label auch nur genauso groß wie der Text selber, der da drin auftaucht. Und wenn ich das Ganze jetzt auf den Bildschirm bringe, dann habe ich hier ein trauriges kleines Label-Frame. So, das möchte ich nicht haben. So, wie kriege ich jetzt nun Tkinter dazu, dass der mir das Label-Frame auf 400 und 400 Breite und 300 Höhe setzt? Und dazu muss ich hier eingeben, statt dem Pack, muss ich Place eingeben. Das heißt, ich muss die Elemente in dem Label Frame anders setzen. Und dann gebe ich hier eine X- und eine Y-Koordinate an. Und das ist jetzt die ganz linke obere Ecke. Das kann ich euch gleich noch zeigen, wie man das verändern kann. Und damit das ein bisschen besser zu sehen ist, gebe ich jetzt mal hier eine Background Color an, nämlich Red. So, damit ihr das schön seht, wo das Label beginnt und aufhört, also hier dieses Label, und wo das dann im Label Frame selber drinnen sitzt. So, ich ändere das, also ich speichere das und starte das. So, und jetzt seht ihr hier, hallo. Das Label sitzt ganz oben in der Ecke drin. Nichts Besonderes. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich setze das mal hier auf 50 und 50, dann ist das tatsächlich auch 50 Bildpunkte so in der X-Achse und 50 Bildpunkte in der Y-Achse vom linken oberen Rand entfernt. So. Und natürlich, das ist ja das Wichtigste, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ihr seht, wir haben jetzt hier schön unser Label-Frame in der Breite und in der Höhe, wie wir das definiert haben. So, das heißt, wir haben das ganz fest setzen können. Hier seht ihr, das Hallo sitzt irgendwo mittendrin. Und es gibt ganz viel Luft und Rand, den könnte ich jetzt mit anderen Elementen besetzen. Die müsste ich dann allerdings auch alle mit dem Place-Befehl hineinsetzen. So. Das ist der Nachteil von dem Place-Befehl. Da muss ich mir dann die Positionen selbst errechnen. Ich müsste auch mir errechnen, was wäre denn zum Beispiel eine günstige Breite für eins dieser Elemente, wenn das nicht genau die geforderte Breite hat, durch das, was es drin sitzen hat, also das Hallo, sagen wir mal, das müsste jetzt ein bisschen breiter sein, damit das mit einem anderen Element gut zusammenpasst. Und dann müsste ich das selber ausrechnen und müsste hier entsprechend mein Label verändern, dass das eine
größere Breite hat. Aber gut, das sind jetzt so Feinheiten. Erstmal wisst ihr, mit dem Place-Befehl und mit X und Y in den Optionen kann ich einen absoluten Wert setzen, kann mir die Elemente dann in mein Label-Frame reinsetzen, in meinem Abstand zur linken oberen Ecke. Und dem Label-Frame kann ich dadurch dann eine absolute Breite und eine absolute Höhe zuweisen. Wozu auch immer das gut ist. Ne? Erstmal wisst ihr, das gibt es jetzt. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einmal einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und schauen uns noch ein paar weitere wichtige Widgets an. Bis dahin wünsche ich euch fröhliches Programmieren.